Venedig. Willkommen in der Stadt von Geld und Geist. Hierhin haben Kaufleute schon vor 1000 Jahren wertvolle Waren importiert und von hier aus exportierten Kreuzritter den Christenglauben. Hier treffe ich auf den CVP-Präsidenten Gerhard Pfister, der sich einen Wochenendausflug gönnt. Den Christdemokraten frage ich, wie seine harte Spar- und Finanzpolitik mit christlicher Barmherzigkeit zusammenpasst. Es ist wichtig, dass man eine verantwortungsvolle Finanzpolitik macht, weil nur ein starker Staat ist in der Lage, den Schwächsten zu helfen. Etwas vom Verantwortungslosesten ist eigentlich, wenn man eine verantwortungslose Finanzpolitik macht, wenn man das Geld einfach ausgibt, weil dann haben die Schwächsten am wenigsten. Also sparen für die Schwachen. Ein gesunder Finanzhaushalt ist eine unabdingbare Voraussetzung, dass der Schwächste in einem Land gut geht. Dieser Film ist der Versuch, einen Schweizer Politiker zu erklären, der für viele seiner Kollegen auch nach jahrelanger Zusammenarbeit nicht fassbar ist. Herbst 2001, Kanton Zug. Im Kantonsparlament feuert der Amok Laibacher 88 Schüsse auf Politikerinnen und Politiker. 14 Menschen bleiben tot liegen. Einige hatten an diesem Tag Glück. CVP-Kantonsrat Gerhard Pfister zum Beispiel überlebt das Attentat völlig unverletzt. Sein Sitznachbar stirbt. Bei dem Verarbeiten von Zug, da nehme ich jetzt an, hat der Glaube nicht geholfen. Ich bin nicht einmal so sicher, weil der Glaube macht einem, für mich macht einem manchmal die Sachen schwerer, als dass man meint, es mache einem die Sachen leichter. Weil der Glaube stellt einen vor grosse Fragen, die man vielleicht nicht hätte, wenn man jetzt keinen spezifischen Glauben hat. Aber es ist, Weil nach so einem Ereignis, was überwiegt, sind ja schon Zweifel, sind auch die Fragen. Zweifel an Gott? Zweifel, warum hat man selber überlebt? Und der Sitznachbar, einer meiner besten Freunde, ist tot. Warum er, warum nicht ich? Darauf findet sie ja keine vernünftige Antwort. Und auf diese Frage hilft einem der Glaube, oder hat mir jetzt persönlich der Glaube jetzt auch nicht so wahnsinnig geholfen. Gerhard Pfister, unterwegs in seiner Heimat, der Innerschweiz. Hier ist Pfister verwurzelt, hier ist er geeicht worden. Sein Vater, sein Großvater, katholisch-konservative Politiker. Seine Mutter, gestorben, als er erst 8 war. Wie stark ist denn der Glaube vom CVP-Präsidenten auf einer Skala von 1 bis 10? Bei 5. Ich glaube, also eher beim Zweifel fast schon? Ja, ich habe Philosophie studiert und Philosophie ist der rationale Herausforderer vom Glauben. Und für mich persönlich geht das nicht. Gibt das Widersprüche und ich finde, die Widersprüche muss man aushalten. Das Leben geht nicht auf, das Leben ist widersprüchlich und wer sagt, er wisse die Wahrheit und er wisse ganz genau, wie es in der Welt zu und her ging, der lügt nicht, aber das finde ich, der macht etwas falsch. Der Philosoph Pfister singt ein Loblied auf den Zweifel.
Der Politiker Pfister aber gibt sich immer zu 100% überzeugt. Contre-coeur, wie wir jetzt erfahren. Es ist für mich klar, dass ich dort auch eindeutiger manchmal muss sein. Und ich muss manchmal klarer sein, als ich für mich selber weiß, wie die Sache eigentlich ist. Aber das ist aber auch keine Lüge denn. Ja, es gibt einen Satz, ich glaube, der ist von Albert Camus, den ich immer wieder gerne habe. Wenn der Albert Camus soll mal gesagt haben, wenn er müsste in einer Partei Mitglied sein, dann wäre es in der Partei von denen, die nicht sicher sind, ob sie recht haben. Pfister ist also Mitglied der CVP, schon seit 1984. Und jetzt als deren Präsident hat sich der ehemalige Rechtsausleger auch selbst ein bisschen eingemittet. Er ist zugänglicher geworden als Präsident. Er ist glaubwürdig. Er denkt differenziert. Er macht alles für die CVP. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin einfach saufroh um ihn als Präsidenten. Ja, der Pfister, Ausgabe 2017, ist akzeptiert bei seinen CVPlern. Land auf, Land ab. Er fühlt sich wohl als Chef, ist in seinem Element. Ich gebe zu, ich habe Freude an der Ausübung von Macht. Ich bin jemand, der gerne Führungsarbeit leistet. Und auch Führungspositionen sind auch Machtpositionen. Ich glaube, das ist schon etwas, was mich immer ein bisschen antreibt. Ich kann nicht gut irgendwo einfach dabei sein, ohne dass ich das Gefühl habe, ich muss mich können einbringen oder dass ich etwas machen kann. Sie sind doch nicht zum Leithammel geboren oder bestimmt? Ich sage, könnte so sein. Also das müssen ja vielleicht dann andere entscheiden. Oder? Also, aber ich führe gerne, ich gestalte gerne das, und ich übe in dem Sinne auch Macht gerne aus. Die Macht. Pfister liebt sie. Und die Macht, die liebt einen Strategen wie ihn. Er ist ein sehr guter Strateg. Er ist ein unglaublich starker Analytiker. Aber er ist auch ein sehr sorgfältiger Denker. Er hinterfragt auch seine eigenen Entscheidungen. Er kommt auch zwischendurch ins Zaudern durch das. Aber das macht ihn sehr menschlich. Sie hat mir am Telefon auch gesagt, dass er manchmal etwas Divahaftes, etwas Mimosenhaftes hat. Ja, er will natürlich gewinnen. Er möchte mit seinen Entscheidungen auch durchkommen. Und auch das ist menschlich, dass, wenn man es dann nicht schafft, dass man sich irgendwo bedupft fühlt. In der CVP-Bundeshausfraktion ist er der Chef, Filippo Lombardi. Hier ist Pfister einer untergleichen und dringt mit seinen Vorstellungen lange nicht immer durch. Das macht ihn muffelig. Er teilt gegen Parteikollegen hart aus, geht manchmal zu weit. Sie können mit Ihrer scharfen Sprache auch Verletzungen hinterlassen. Ja, das ist mir, wenn ich es mache, nicht bewusst. Im Nachhinein ist es mir bewusst, tut mir auch leid. Ist auch nicht die Absicht. Oder? Aber das ist eine Seite an mir, wo mir viel gesagt wird oder jemand mal gesagt wird, da hättest du es jetzt gleich in einem anderen Ton können sagen und dann hättest du vielleicht mehr erreicht. Das ist eine Schwäche von mir. Pfister teilt scharf aus. Zum Beispiel in diesem Brief an SRF, den er unter anderem auch an mich adressiert hat, Absage von Auftritten bei SRF. Weil Pfister mit einem Entscheid der Arena-Redaktion nicht einverstanden war, er orte Abneigung gegen die CVP, stehe er für diesen Film und andere Sendungen nicht zur Verfügung. Daran gehalten hat er sich zum Glück nicht. Dass ich jetzt trotzdem dabei bin, das hat einfach damit zu tun, man muss sich dann, irgendwann habe ich mich dann auch wieder eingekränkt und letztendlich ja, ist man als Parteipräsident auch verpflichtet, anzustehen und das ist dann ein bisschen der Grund, warum ich dann gefunden habe, ja, kann nicht einfach sagen, nie wieder SRF, obwohl manchmal habe ich tatsächlich Lust, nie wieder SRF. Knallhart im Auftritt, aber im Kern doch ein Zauderer. Wie bei der Wertedebatte, die er provokant anstieß, aber einschlafen ließ. Trotz seinem scharfen Verstand scheint Pfister immer mal wieder aus dem Takt zu geraten. Oder ich bin manchmal zu schnell und manchmal zu scharf. Oder das ist schon so. Wieso ist das nicht ausgeglichener zu sein, denn ein erfahrener Mann? Also, es klingt jetzt sehr, sehr politisch, aber es ist wirklich auch so. Oder? Man soll bei solchen
Ausbrüche, auch nicht das Kalkül dahinter ganz negieren. Es ist auch, manchmal finde ich, ist es auch nötig, mal einen groben Klotz reinzutun, um einfach mal auch eine Position zu markieren, wo man dann auch Widerstand spürt und wo man dann auch Reaktionen spürt. Ich glaube, da muss man manchmal auch deutlicher werden. Aber ich gebe zu, gewisse Sachen, wenn ich länger darüber nachdenken würde, würde ich es anders formulieren. Kalkül also. Ein Wetteifern um Macht und Einfluss. Im Bundeshaus, wo Ränkespiele und geheime Absprachen stets in der Luft liegen, wo ein Abkommen heute beschlossen und morgen beschossen wird, hier kann Pfister Politik als großes Spiel betreiben. Denn Pfister liebt den Wettbewerb, ist ehrgeizig, will sich im Kampf um Macht durchsetzen, will als Sieger vom Parkett gehen. Das klappt nicht immer. Oberägeri, Kanton Zug. Hier ist er jetzt unterwegs zu jenem Flecken Erde, auf dem seine Familie über 3 Generationen gewirkt hat, heimisch war und den er aufgibt. Hier, wo Pfister einst aufwuchs, wird jetzt alles abgerissen. Sein Großvater hatte das Schulinternat Pfister hoch über Ägeri gegründet, sein Vater führte es weiter, Pfister musste schließen. Eine Dynastie endete. Pfister wurde vom Schulleiter zum Nachlassverwalter. Wie ist das Gefühl jetzt, wo nichts mehr da steht? Ein komisches Gefühl. Ich habe von dem Haus Abschied genommen, wo es noch gestanden ist, wo es noch vollständig ist. Bin ich durch jedes Zimmer, habe den Abschied genommen. Seither bin ich nicht mehr da gewesen. Insofern ein komisches Gefühl, aber vor meinem geistigen Auge sehe ich immer noch, wo was gestanden ist, wo was war. 200 Schüler besuchten hier das Gymi oder die Sekundarschule. Der Großvater kaufte 1920 ein Stück Land, das sich jetzt vergolden lässt. Pfister übernahm vom Vater in den 90er Jahren. Die zwar exquisite Lage ließ räumliche Erweiterung aber kaum noch zu. Und weil der kinderlose Pfister auch keine Nachfolgeregelung sah, schloss er die Schule mangels Zukunftsperspektive. Dass er das Werk seiner Väter aufgab, habe er heute überwunden. Der Boden hier oben war immer die Rückversicherung, damit wir überhaupt Bildungsstätten führen konnten. Und man muss schon sehen, dass ich das realisiere, führt dazu, dass ich in Neuheim eine andere Tagesschule überhaupt wieder mit Investitionen aufbauen konnte. Ich glaube, das zeigt eigentlich, es ist ein Wandel und man muss sich auch als Unternehmer der unterschiedlichen Gegebenheiten anpassen. Mit perfekt marktgerechter Aussicht über dem Ägerisee sind nun 22 Eigentumswohnungen im Bau, an deren Gewinn Pfister und seine Geschwister beteiligt werden. 750.000 Franken aus dem Bodenverkauf hat er nach eigener Angabe bereits investiert in eine neue Schule. Hier in Neuheim, ebenfalls Kanton Zug, betreibt Pfister seine neue Schule. Sein Investment. Eine Tagesschule mit schachspielenden Kindern aus eher besseren Häusern kostet doch der Monat rund 2.500 Franken pro Kind. Die Elementa sei tatsächlich auf eine internationale Kundschaft ausgerichtet, nicht aber auf elitäres Denken. Es geht darum, an dieser Schule, die ich hier gegründet habe, dass jedes Kind seine Stärken herausfindet und dass die Schule die Stärken und die Talente sehr stark fördert. Elitär kann man durchaus sagen, weil es natürlich eine Privatschule ist, wo die Eltern alles zahlen. Wo die öffentliche Schule natürlich gut ist, wie immer wie in der Schweiz, dort ist es auch keine Ungerechtigkeit, wenn Kinder in eine Privatschule gehen. Kinder. Das Kapital der Zukunft. Kombiniert man den humanistisch gebildeten Pfister mit dem harten Finanzpolitiker aus dem Kanton Zug, dann kommt der Schulunternehmer Pfister heraus. Wenn Sie unternehmerisch tätig sind im Bildungsbereich, dann müssen Sie sich dem Markt anpassen. Und ich glaube, wir haben alle ein Interesse, dass die Familienformen, unabhängig davon, wie sie sind, dass man das Kindeswohl ins Zentrum stellt. Und das machen wir da eigentlich auch. Familienformen, unabhängig davon, wie sie sind. Was muss ich mir darunter vorstellen? Ich glaube, es ist eine Realität, dass verschiedene Lebensmodelle und Ehemodelle und Familienmodelle da sind.
Aber wichtig, ich glaube, die Aufgabe der Schule ist einfach, das Kindeswohl ins Zentrum zu setzen und hat nicht zu beurteilen, wie die einzelnen Leute zusammenleben. Von dort her, was ich persönlich denke und was ich persönlich lebe, kann ja nicht die Maxime sein für alles andere. Eigenständig nachdenken beflügelt und ermöglicht erst, den Wert der Schöpfung zu erkennen. Das Individuum muss sich selber finden, um vor Gott ein besserer Mensch zu werden. Dieser humanistischen Tradition fühlt sich Pfister als studierter Philosoph verpflichtet und engagiert sich im Internat Montana auf dem Zugerberg als Verwaltungsrat. Helden statt Heilige, Beispiele statt Vorbilder, Bildung statt Ikonen. Lange Jahre ist Pfister Philosophielehrer, ein spannender und engagierter noch dazu, sagen jene, die ihn damals erlebten. Natürlich, als Lehrer ist die Versuchung groß, Schülern das eigene Menschenbild aufzudrücken, sie die eine Wahrheit zu lehren, so wie man es in der Politik machen muss. Aber wo Gott hockt, sagt Pfister, wisse er weder als Politiker, noch habe er es als Lehrer gewusst. Ich habe mich bemüht, Ihnen kein Menschenbild, kein fixes Menschenbild beizubringen, weil ich glaube, das muss jeder für sich selber herausfinden und sich können machen. Mir ist immer wichtig, dass jeder seine Meinung soll haben und die auch können vertreten, aber er muss Argumente haben dafür. Ist Ihnen denn die Zurückhaltung gelungen als Lehrer? Auch da müssen Sie... Nein, dann frage ich Sie jetzt. Ich glaube ja. Ich glaube ja, das ist mir wirklich immer ein Anliegen gewesen, weil ich immer gefunden habe, es ist wichtig, dass die Schüler wissen, wo ich stehe. Und dass aus dem eigentlich dann aber auch eine gute Diskussion entsteht. Ich kann in der Schule, auch in der Politik, kann ich eigentlich mehr Freude an anderen Meinungen, also an Meinungen, die gleichen sind wie mir. Weil dann gibt es eine Diskussion, dann gibt es einen Dialog. Und dann merkt man aber nicht immer unbedingt mit Ihnen. In der Politik, ja, in der Politik sind Sie natürlich jemand, wo da ist man mehr gefordert, dass man für das einsteht, wo man selber vertritt. Aber es ist genauso wichtig, dass man sich bewusst ist, das ist eine Seite von der Wahrheit, das ist meine persönliche Wahrheit, das ist meine persönliche Überzeugung. Und das muss keineswegs die einzige richtige sein, sondern es gibt sehr viele andere Überzeugungen. Hauptsache ist, man kann sie begründen. Das ist mir bei den Schülern sehr, sehr wichtig gewesen. Sie können alles denken, was er will, können alles sagen, was er will. Aber wir müssen gute Argumente haben dafür. Der Wettstreit der Argumente schärft das Denken. Diesen Leitsatz nehme ich mit, zurück nach Venedig, der Stadt im Wasser, welche Pfister immer wieder besucht, um abzuschalten und auszuruhen. Hier in Oberitalien, wo der Humanismus seinen Ursprung hat und von wo aus er ganz Europa eroberte, hier lerne ich jenen Menschen kennen, der Pfister am besten beurteilen kann. Franziska, seine Frau, seit bald 23 Jahren. Sie studierte Kunstgeschichte und Italienisch und gemeinsam teilen sie die Liebe zum Land der Kunst und des Kreuzes. Was sagt sie über Pfister? Ist er so hart, wie er sich im politischen Alltag oft gibt? Kritisiert sie ihn? Ich probiere, den Spiegel zu sein, im Sinne von, ich lese Zeitungen, ich schaue die Tagesschau und wenn dort etwas vorkommt, das ich komisch finde oder jetzt nicht so top formuliert oder so, dann sage ich ihm das, wie das ihm wahrscheinlich auch jemand anderem würde sagen, der ein guter Freund ist oder ein Mensch, der es ehrlich meint mit ihm. Wie reagieren Sie auf die Kritik von der Frau, Herr Pfister? Anders als auf die Kritik von anderen Menschen. Also, es ist mir... Meine, sie kennt mich am besten, oder? Und sie weiß, sie kennt deswegen auch die Schwächen am besten. Und darum weiß sie, dass die Kritik von ihr für mich mich weiterbringt. Also, das ist schon wichtig. Dann möchte Sie Frau Bachmann fragen nach den Schwächen von Ihrem Mann. Wo sehen Sie die? Ich finde es so schwierig, über ihn als Politiker zu reden. Also ich kann ihn... Reden Sie über ihn als Privatmann? Ja, er hat manchmal etwas Zögerliches vielleicht.
ja, ist er nicht immer. Also ich denke, wenn wir zusammen sind in der Öffentlichkeit, muss er auch stehen, muss Parole bieten, muss schnell sein, muss agieren. Und ja, im Privat ist das halt dann eben anders. Also würdest du sagen, das Bild, das man in der Öffentlichkeit hat, eben eher einen harten, vielleicht einen kompromisslosen, einen, der sehr scharf auch angreifen kann, ist das ein Bild, das nicht seiner Person entspricht? Ist das nur eine Rolle in der Öffentlichkeit? Ja, es ist eine Rolle und es ist sicher auch eine Seite von ihm, ganz klar. Aber ich, eben, wie gesagt, ich erlebe die im Privaten so nicht. Und ich finde ihn als alles andere als konservativ. Aber es ist auch eine Frage von der Definition. Und was schaut man an in diesem Bereich? Sie würden sich schon als konservativ bezeichnen, Herr Pfister, oder? Ich bin ein wertkonservativer Politiker, ja. Aber das schließt liberale Ideen nicht aus. Das ist manchmal ein der Irrtum, wo viele Leute machen oder wo in meiner Beurteilung von mir ein zu kurz kommt, habe ich manchmal den Eindruck gehabt. Man unterschätzt meine Liberalität. Wenn der Zweifel nagt, ist ein hart geäußerter Standpunkt ein Notausgang. Notwehr gegen das innere Zögern und gegen den Anspruch auf Klarheit von außen. Pfister, der knallharte Zweifler in der Mitte, redet Klartext und wird gehört. Und solange man über ihn und damit die CVP spricht, bleibt die Partei ein Faktor im Spiel um Macht und Einfluss.